Was fühlst du beim Malen? Was ich dann fühle? Da bin ich ganz alleine. Alles passiert hier oben im Kopf. Das ist so wie ein Monk in seiner Gebetszelle. Verstehst du das? Mhm. Einfach den Kopf ausschalten und malen. Genau, genau. Da bin ich nur konzentriert auf was ich mache. So wie ein Buch lesen, wenn ein Buch total, total gut ist. Ist wahrscheinlich auch sehr entspannt. Sehr entspannt, ja. Das ist, was ich am Abend mache. So spendiere ich meine Abende. Und das versuche ich dann zu verkaufen, damit ich meine Miete und meine Steuer bezahlen kann, ja. Was hast du? Das ganze Bild einmal, dass man es gucken kann. Wie das Bild ausschaut. Ah ja, der Buddha. Für meine Ausstellung in der Buurtboerderij hier in der Nähe. Mhm. Im Frühling. Zuerst gehe ich mal nach Thailand. Das dauert noch 2,5 Wochen, dann bin ich unterwegs. Okay, und wie viele Bilder möchtest du nochmal? Ich habe jetzt 20, vielleicht noch 10 dabei. Und vielleicht nehme ich einige aus Thailand mit nach Hause, falls ich sie nicht verkaufen darf. Aber ich verkaufe in Thailand immer ganz gut. Das heißt, meine Modelle, meine Freundinnen da, die verkaufen sie ganz gut. Was hast du dir bei der blauen Frau gedacht? 400? Mhm. Das ist schon ein bisschen lange her, das weiß ich nicht mehr genau. Ich scheine mich zu erinnern, dass das basiert ist auf einem, Entschuldigung, einer erotischen Erfahrung. Ah, okay. Entschuldigung. Ich glaube, das war der Tukja. Ja, das war die Tukja. Die habe ich im vergangenen Jahr in Thailand kennengelernt. Sie würde sich bestimmt freuen, wenn sie wüsste, dass sie auf dein Bild drauf ist. Sie würde sich bestimmt freuen, wenn sie wüsste, dass sie auf dein Bild drauf ist. Sie wird bestimmt die Bilder bekommen, ja. Ah, okay, cool. Aber das habe ich gemacht von Sketchen, die ich von ihr gemacht habe im vergangenen Jahr, als ich da war. Ich bin auch ganz gespannt darauf, sie wiederzusehen. Mal sehen, ob ich noch immer ihren Freund bin oder ob ich schon entlassen bin. Wie lange hast du noch? 3:30. Ja, ganz nett, danke. Dann wollen wir mal gucken.